Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Valheim Mistlands. Ach ja, ich bin wieder am Start. Ich habe in der letzten Folge aber den Speer gemacht. Wir hatten ihn aber noch nicht im Einsatz. Ich würde jetzt mal ganz gerne rüber in die zu unserem Garten gehen und nach diesem Bläschen gucken. Wir müssen aber irgendwas frühstücken. Pastete haben wir, ein Brot. Der Garten war bei dem Zweier hier. Ich will nämlich ein bisschen was kochen, weil der Blutpudding ist unheimlich teuer. Ich habe zwar jetzt ein bisschen nachgekocht, aber ist eigentlich unnötig. Was war denn das eben? Was habe ich da gerade gesehen? Ach, das war der Kopf von der, von meinem Schiff. Hey! Welch seltener Gast. Na? Bewerf mich doch nicht. Lang nicht mehr gesehen und du begrüßt mich so. Wo sind sie? Die Gastgeber im Dunkelwald. Ist ja noch, als das Ding Schwarzwald hieß. Ach, ist ein herrlicher Anblick, oder? Herrlich Stadt. So, wir werden jetzt aber mal mehr von dem Bläschen anbauen. Weil die können wir dann zu Omelette mit den Eiern verbraten. Ich habe das Feuer bei den Hasen übrigens wieder ausgemacht. Weil Hasen habe ich ja genügend. So, oh, einen haben wir noch stehen lassen. Bei den Hasen, bei den Hühnern natürlich. Die Hasen kann man ja nicht züchten. Was ein Quatsch, ja. Wie viele Bläschen haben wir denn? 12. Dann machen wir jetzt alles mit Bläschen voll, oder? Die nächste Ernte wird es uns danken. So, da sind ein paar rot. Aber das ist nicht schlimm. Das passt. Gut. Bei den Hühnern habe ich natürlich, habe ich es vorher wieder ausgemacht. Damit die nicht mehr direkt ausgebraten, ausgebrütet werden, sondern dass ich die Eier halt nutzen kann, um Essen zu machen. Habe ich mein Irrlicht nicht an? Doch, habe ich an. Es braucht nur so lange, das zu verdrängen. So, jetzt werden wir uns mal ein bisschen Ausdaueressen kochen. Und dann gehen wir mal schauen, ob wir nicht die Zwerge besuchen können. Es muss nämlich in der Nähe von der Queen, muss es, sollte es ein paar von diesen Behausungen von diesen Zwergen geben. Und wir müssen ja von den Zwergen was holen, wurde mir gesagt. Hat mal ein Vöglein gezwitschert. So, wo habe ich das denn rein? Habe ich das hier rein? Ja. Wir haben viel zu viel davon, ne? Wo packe ich das denn? Ich habe irgendwie... Jetzt wird langsam die Küche zu klein. Aber wir machen es einfach bei Gemüse hier noch dazu. So, die Bläschen wollte ich aufheben. Dem Troll sein Leder wollte ich gern wegmachen. Mal noch ein bisschen Gold. So, und die Gartenhake kommt wieder weg. So, ich habe nämlich gesehen, dass... Möhren und Zwiebeln jetzt wieder zum Tragen kommen mit den neuen Nahrungsmitteln.
Und eins der Nahrungsmittel ist nämlich Eier. Können wir mal bei den Hühnern gucken, ob wir noch welche da haben. Ich sollte mir aber immer zwei Sicherheitseier aufheben, bevor jetzt irgendwie eine Welle kommt. Und mir meinen Vorrat an Hühnern hier killt. Oh, ich habe euch gar nichts zu essen mitgenommen. Ich bin kein guter Mensch. Ein guter Tier. Shit. Da war noch was zu essen. So. Da einmal hin. Und lass nämlich durch. So. Da einmal hin. Guten Hunger. So, und jetzt müssten wir mit Eiern und diesem Bläschen sollten wir ein Omelette machen können. Und dieses Omelette gibt uns mehr Leben als der Blutpudding. Da, Pilzomelette gibt es nämlich 85 und 28 und der Blutpudding hat nämlich 75, 25. So, lecker Omelette und die zwei Eier als Sicherheit hier oben rein. Und keine Ahnung, bei Gemüse. Sehr gut. Müssen wir nochmal gucken, ob wir da eventuell... Ich glaube, ich heb das aber auf. Ich verbrauche jetzt das hier lieber. Und lass das nochmal auf Tasche. Gute Nacht. Die Frage ist, ich habe gar nicht geguckt, was der Speer blockt. Ob man den auch zum Kampf, zum Blocken nutzen kann. Blockrüstung 48, Block macht 20. Ja, klar. Ein bisschen was kann er blocken, aber so ein Sucherviech wird er auch nicht wegblocken. Und ich glaube, das ist ja ein Zweihänder, oder? Warte mal. 5, 2. Nee. Ach so. Ah, okay, das habe ich hier völlig verrafft. Ja, dann probieren wir es einfach so mal. Gut. Ich kann blocken mit dem Speer arbeiten. Ist ja super. So, wir wollen zur Queen. Perfekt. So. Hierhin oder dahin. Das heißt, wir können hier links hochlaufen. Hier müsst ihr rübergehen irgendwo. Das hat sich ziemlich nah angehört. Wow, das ist doch hier die Hupe. Shit, wo ist er denn? Ich höre auch ganz viele Viecher. Aber wo? Wo ist er denn?
Ah, der ist aber noch ein gutes Stück weiter weg. Oder ist das eine... Verschätze ich mich hier? Ich sehe ihn halt auch nicht. Oh, fuck. Oh Gott. Irgendwo bewegt sich hier was. Warte mal, vielleicht kann ich ja hier runter. Irgendwo läuft... Ich hasse den Nebel. Wo? Da ist doch was, oder? Da ist was, da oben. Und irgendwo hier am Boden lauert der Tod. Ah, nice. Ich nehme mal lieber den... Hallo. Hallo, na? Ey, Hase. Irgendwas habt ihr hier auch gekillt. Kann das sein? Hört das gerade auf zu regnen? Das wäre ein Träumchen. Oh, was ein schönes Wetter. Aber wo knurrt es denn hier bitte? Irgendwo höre ich es doch knurren. Irgendwo in diese Richtung. Ich gucke mich jetzt mal um. So, das ist so ein Schutzstein. Ich soll noch was Leuchten im Ausschau halten. Oh, ich habe was Leuchtendes gefunden. Base Level habt ihr? Hallo, ist das ein Mensch? Ich bin ein Mensch. Oh. Ihr solltet mal schnell rausgehen. Eure Kollegen werden bekämpft. Ja, da kriegt jemand Schaden. Was ist dieser rote Schutz? Ihr müsst euren Kollegen draußen helfen. Ist das Vieh kaputt? Ich glaube, der Mage hat die kaputt gemacht, oder? Tja, komme ich hier raus, ohne zu sterben? Ich bezweifle es irgendwie, oder? Der Magier sieht sehr gut aus. Wie mache ich das? Komme ich irgendwie außenrum raus dann? Kann ich sie runterschieben? Geht. Und dann schnell raus. Was haben wir denn hier vor? Wie geht diese Kiste kaputt? Ist das mit einer Spitzhacke? Sieht aber eher nach Holz aus, würde ich mal sagen, ne? Mit der Schlammbombe? Hi. Er muss irgendwie aus der Ecke raus da. Ah, so. Oh, shit. Ist selber runtergefallen. Aua. Sorry. Leicht zerbrechlich, okay. Lässt du mich durch?
Und den noch nach unten. Okay. Den jetzt wieder nach unten. Oh, shit. Habe ich's? Nein. Oh, fuck. Irgendwas bombt hier gerade hart rein. Und weg. Da drüben bin ich schon mal gestorben, das heißt, ich muss da hoch. Hier ist alles so friedlich. Ah, da ist der Dungeon. Ah, das war der Dungeon. So. Das war eine knappe Nummer, ne? Was hat denn da gerade angegriffen? War das der Gyal? Wahrscheinlich. Der Magier war das. Der hat so einen ewigen Schaden gemacht. Das habe ich denn da eigentlich rausgeholt. Irgendwas, mit dem ich nicht durchs Portal kann. Irgendwas, mit dem ich nicht durchs Portal kann. Das ist schlecht. Das heißt, ich muss jetzt mit dem Boot zurückfahren nach Hause. Was habe ich denn dazu bekommen? Irgendein Tisch, oder? Ich brauche das hier. Achso. Ja, dann bringen wir es jetzt erstmal in die Basis, würde ich sagen, bevor ich hier lang gucke. Jetzt müssen wir erstmal wieder. Oh, dieser Nebel. Oh, shit. Was? Sechste? Letzte Reihe? Zweite von links. Ah, da brauche ich Schwarzmetall hier in der Nähe. Gewinner aus Harz, aus mysteriösen Ästen. Aha. Da hört dann Hupen. Also der scheint weiter weg zu sein, hoffe ich mal. Nee, der ist hier in der Nähe. So. Warte mal, das kann ich da drüben reinpacken. Da fehlt aber noch Brennmaterial, ne? Ja. So, wir haben aber hier Ebenen, ne? Und ich meine, dass ich hier auch...
Oder ihr bringt es zur anderen Basis, ne? Das ist der Dunkelwald. Und lass mal kurz gucken. Ja. Da müssten wir am besten hin. Da sind wir nämlich geschützter. Wenn wir es darüber bringen. Das heißt, wir nehmen die Schmelze auch mit rüber, würde ich sagen. Den Rest lassen wir hier. Dann baue ich den Ofen ab. Nehme ich den mit. Dann können wir drüben. An den Schwarzmetall haben wir. Habe ich den Ofen abgebaut oder habe ich ihn da gelassen? Ich weiß nicht mehr, ob ich. Schwarzmetall können wir ja nur in dem anderen Ofen schmelzen, ne? In diesem Hochofen. Da. Okay, das kriegen wir aber alles durchs Portal, bis auf das Eisen. Nehmen wir das schon mal mit und den Ofen bauen wir hier ab. Und Eisen können wir uns hier zusammenschmelzen, auf jeden Fall. Okay, da sind wir zu schwer anscheinend. Ne, wir haben zu viel einstecken. Ich höre auch die Zwerge hier in der Nähe, oder? Suchen die jetzt nach ihrer Spitze? Klingt so, als würden sie mich töten wollen. Kann ich gar nicht verstehen. Gut, dann pass auf, dann ruhe ich mich jetzt aus und dann machen wir das. So. Achso, können wir den Rest noch mitnehmen? Das. Die Kerne nehmen wir mit. Edelholz. Du trägst so viel. Den Stein nehmen wir später mit. Ja, so passt. Und die Kohle nehmen wir dann auch mit. Wobei, die Kohle können wir auch durchs Portal transportieren. Das ist wurscht. Ob die jetzt anklopfen wollen, ihre Spitze wieder? Hallo, sind Sie der Mann, der unsere... sind Sie der Mensch, der unsere Spitze geklaut hat? Nein. Gut. Edelholz. Das Holz nehmen wir mit. Das andere ist irgendwie so ein Schleimgedöns da. Ah, es passt ja nicht rein. Ach, völlig überladen hier die Hütte. Okay. Ne, Moment, das haben wir irgendwo anders. Hier haben wir das noch. So, reparieren. Nach dem ganzen Schreck. So. Dann essen. Können wir schlafen? Ja, sehr gut. Und dann müssen wir... Boah. Also mein Boot ist noch nicht mehr im Leben, ne? Das war, glaube ich, versenkt da unten. Aber ich werde irgendwie ein besseres Gefühl, wenn wir mit dem Boot jetzt rüberfahren würden. Mann, wir können ja mal gucken. Ein mittelgroßes Boot. 30 Edelholz. Haben wir gerade so da. Bronzenägel. Bronzenägel? Waren das Bronzenägel? Ah, wir haben noch Zinn und Bronze. Na ja, sehr geil. Ach, die macht man im Stack.
Okay. Gut, 80 Bronzennägel und was war der Rest? Irgendwie Hirschfell oder sowas, oder? 20 Harz. 20 Harz, 10 Hirschfell. Natürlich. Shit. 20 Harz haben wir nicht. Irgendwas ist immer, ne? Hab ich da oben noch ein Boot stehen? An dieser Station. Wir gucken. Ich weiß nicht, ob das noch ganz war, das Boot bei der Queen. Aber ich glaube, der Gyal hatte das zerstört. Oder einer der Sucher oder was weiß ich. Nö. Sieht nicht so aus, als würde hier noch ein Boot stehen. Und Überreste sehe ich hier auch irgendwie nicht. Oder ich hatte die schon eingesammelt. Das große Boot habe ich hinten noch stehen, das ist mir aber zu unwendig. Wow. Das ist mir wenig wendig genug. Wir brauchen ein kleines Boot. Gut, da habe ich eine Idee, wo wir Harz herkriegen. So, hier haben wir nur das Große, oder? Ja. Hello. Keine Gegner? Haben die irgendwas gerochen? Da oben. Oh, Harz. Gebt mir alle euer Harz. Jetzt kann ich mal den Speer ausprobieren. Wow, okay. Das Ding ist ja super schnell. So, habt ihr noch Kollegen irgendwo? Oben waren die Ebenen, da können wir Schwarzmetall besorgen auf jeden Fall. Ich glaube, da war sogar so ein... Da war, glaube ich, sogar so ein Lager von denen. Ja. Auch keine Ahnung. Und hier ist schon wieder Nebel, okay. Wie viel Harz haben wir denn jetzt? 4. Das ist natürlich sehr übersichtlich. Na gut, ich würde sagen, ich besorge noch ein bisschen Harz. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Dann werden wir den Kram versuchen zu übersetzen. Mit dem Kram zu übersetzen. Nennt man das so? Übersetzen. Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Den Kram hier rüber zu transportieren. Und hier dann uns eine kleine Werkstatt aufzubauen. Dann werden wir da drüben noch ein bisschen versuchen, Schwarzmetall zu suchen. Wir haben noch ein bisschen was vor. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.